So, da sind wir wieder. Hallo, hallo. Beim Let's Play Together Skylanders. Und ja. Und kurz davor, die ewige Wasserquelle zu finden. Oh mein Gott. Ja, wir können sie fast schon sehen. Ne, wir können sie sogar so schon. Wir können sie sogar schon das sehen. Sie. Auf sie mit Gebrüll. Attacke. Nein. Er schlägt wieder zu. Aber hoch. Er hat sich ganz schön vergrößert. Eine Falle! Huch, wen schickt er denn da? Den habe ich auch in meinem Team. Oh, schnell! So, wow! Er kommt! Kleiner. Mistlurch. So, pass auf, wenn er sich auf den einen schießt, dann kann ja der andere angreifen. Er hat sich voll auf mich eingeschossen hier, der Spinner. Lass mich! Ja, epischer Kampf ist episch und so, ne? Nein, lass mich. Ist ja nicht mehr bald, doch gleich. Ja. Was hat der nur? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Du bearbeitest den da. Nein, ich meine Pizza. Geh da weg. Ja, könnte ich nicht mehr. Aber du hast ja gleich Glück. Oh, du hast ja, Stufenaufstieg. Klingt verderblich. So. Also die Bosskämpfe gestalten sich folgendermaßen. Als erstes kommt immer ein Scherke. Und dann kommen hier gerade so Haie. Und das Lustige an dem Fight ist, man kann sich, wenn man nah genug an den Haien vorbeiläuft, nicht so wie ich gerade, dann kann man sich heilen. Ihr seht's ja. Sprocket, ihr Camo ist fast wieder auf dem Damm. Wenn man natürlich reinläuft in die Haie, kriegt man natürlich Schaden, ist ja selbst. So, okay. Ah, verdammt. Oh, da kommt da war ich etwas zu langsam. Mir, wenn so mehrere nebeneinander sind, ist das ziemlich cool. Da kann man einfach an denen vorbei. Okay, so. Ich würde sagen, wenn wir voll sind, probieren wir das Ganze mal zu umgehen, indem wir einfach ein bisschen mittiger stehen, ja genau. Das stimmt. Aber im ersten Kampf ist Chaos sozusagen noch nett zu uns und hält uns einfach mal so. Ja, das ist sehr, sehr lieb von ihm. Und wenn man die Schergen besiegt, dann hat man auch ein Stück zu essen. Deine Glücksstreife ist vorbei. Jetzt musst du dich einem bösen Amphibien Garnet stellen. Hoffentlich hat er es nicht auch wieder auf mich abgesehen. Und den kennen wir auch, zumindest aus der ersten Folge, wenn ihr euch erinnert. Der Gil Grunt. Oh, der schießt gleich mal mit drei Pfeilen. Und ich behake ihn einfach mal von hinten. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Sind die schon voll ausgerüstet? Also haben die schon alle Fähigkeiten? Ich glaube, die sind auf einem gewissen Level. Ich glaube, hier ist das so 4 oder 5. Und die haben halt gewisse Fähigkeiten. So, mach du ihn platt, dann kannst du nämlich... Ja, essen. Sehr gut. So, und die Schergen geben auch ganz gut Erfahrung. Genau. Was bei den Glückes nach Fenien-Hirnen besiegt. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich wirke das noch tödlichere Eifelspecken der Verderbenshaie. So, er haut also wieder einen Zauber raus und es kommen wieder Haie. Genau, diesmal glaube ich ein bisschen schneller. Ja. Hier übrigens ganz praktisch, hier kann man richtig viel Gesundheit sammeln. Ja. So schnell dieser Steg kommt. Aber das habe ich glaube ich schon gesagt, aber hier sieht man es ziemlich gut, wenn man einfach hier stehen bleibt, dann
passiert einem da nichts. So, jetzt kommen allerdings noch ein paar so einzeln in die Mitte rein. Und, aber auch, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Wenn man recht schnell einen wendigen Skylander hat, ist das eigentlich ganz gut. Ja. Genau. So, also im Grunde ist es eigentlich eher in der Mitte stehen bleiben. Und ab und zu mal nach links und rechts ausweichen. Der zweite Zauber ist nicht so unbedingt schwer. Und ich finde auch, was die Namenswahl seiner Zauber angeht, sollte Chaos mal nochmal nachdenken. Ein bisschen kreativer sein auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's lustig. Ja, jetzt wird's dann. Dann denkt man auch einfach, oh Gott, wie soll ich da ausweichen? Aber irgendwie. Ja, die teilen sich dann doch ganz gut noch auf. Also das man kannst du jetzt nicht erklären, oder? Jetzt sind es zwar viele, aber ihr seht zum Beispiel, ich bleib einfach stehen. Und ich gehe mal noch ein Stück links und rechts. Ja. Alles im Allen. Sehr gut. Und oh, da kommt der Stufenaufstieg für Kane. Du hast einen Wasserzauber Ja, Ice Yeti, das ist. Slam Bam. Richtig. Genau. Finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut, den Typ. Genau, den gibt's absolut. Und er macht hier so eine schöne Eisrolle. Und diesmal hat er es auf mich abgesehen. Das heißt. Uah. In dem Fall darfst jetzt mal du ran. Na, wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Schergen hier sind natürlich alle vom Element Wasser. Passend zur gegen Wasserquelle. Und Slam Bam, den gab es zumindest zu Spyro's Adventure-Zeiten nur in einem Adventure-Pack. Mit einer Zusatzwelt und noch ein paar Booster-Items. Zu viel gequatscht. Aber mittlerweile gibt es den auch einzeln. Oh, der haut ja richtig rein, ey. Das ist gemein. Das sind bloß ein Ruhe, du Arsch. Der ist schon irgendwie. Der ist ganz schön hart im Nehmen. Ja, das Problem ist, wenn er sich umdreht und mich einfach mal boxt, dann. So, dann muss ich immer warten, bis er seine Eissäule macht, anscheinend. Ich box nicht, ich box nicht. Ja, 144 KP, das schaffen wir. Nein. Oh, okay. Schön gedreht, Frau Bushi. So. Diese Bushi. Na, jetzt wird's nochmal witzig. Ja, jetzt kommen alle drei. Und wenn wir nicht schnell genug sind, dann haut er auch noch die Reihe raus. Ja, genau, dann haut er auch noch den Wasserzauber raus. So, ich würde sagen, als allererstes. Als erstes ist einfach Böllerranken hier. Oh Gott, als erstes probiere ich mal Sepp auszuschalten. Aber sie haben zum Glück, glaube ich, nur halbe KP. Ja. So, das wär's ja. Nein! So, Sepp ist tot. Ich glaube ich auch. Und jetzt. Haut er den Wasserzauber raus? Nee, du lebst noch. Oh Gott. Wo bist du? Wo bist du? Unten. Schnell, probier dich mit den Haien zu heilen, ja. Hai, Lumen, haha. Ja. Oh nein, voll reingebrettert. Aber ich hab's abgewehrt. Man hat gerade gesehen, ich hatte ein kleines Schlindchen auf meinem Kämpfer. Ah, cool, ne, das ist der Schwein gehabt. Okay, so. Und jetzt ist Slam Bam wieder dran. Nein, verlangsamt sich die ganze Karte noch, wenn wir an diesen Haien vorbeigehen. Ja. Ah, das war ungünstig. Komm schon. Ah, jetzt einfach drauf hier. So, alles klar. Huiuiui. Huiuiui, das war. Und nicht ohne. Schwebekopf ist eh nur heiße Luft. Ich hätte die Wasserquelle einfach mitgenommen, egal ob ich jetzt verloren hätte oder nicht. Ja. Na gut. Na dann jetzt aber wirklich hier. Ja. Auf sie. Na gut, er hatte ja keine Schergen mehr, die ihn zu ihm bringen konnten. Hm. Also, die haben ja alle platt gemacht. Sehr gut. Ja, keine Leben verloren. Leider doch. Aber ja. Na gut. Dafür alles gefunden. Ja.
Sehr gut. Bauen wir sie mal ein in unseren Kern, oder? Schauen wir mal, was rauskommt. Weil das Bild eigentlich gerade voll gespoilert. Exzellent, junger Portalmeister. Nun wird das Wasser zum Lichtkern zurückkehren. Ist alles okay? Natürlich ist alles okay! Wieso sollte nicht alles okay sein? Naja, ich dachte, weil die Skylander die ewige Wasserquelle haben. Ha! Hörst du mich? Ich sagte ha! Diese Idioten denken, sie gewinnen! Aber das tun sie nicht! Weißt du wieso? Wieso? Weil sich die Finsternis ausbreitet, Clumshanks! Ihre schwachen Versuche, Ions Maschine wiederherzustellen, spielen keine Rolle! Ich gewinne trotzdem! Ist jetzt alles okay? Hilf mir! Ausgezeichnet! Die ewige Wasserquelle ist wieder Teil des Lichtkerns. Aber die Finsternis wird sich weiter ausbreiten, bis wir alle ewigen Quellen haben. Also das kam unerwartet. Ich muss noch recherchieren, wohin du als nächstes gehen musst. Aber sieh dir in der Zwischenzeit doch mal den Strand da unten an. Ich höre schon seit einer Weile komische Geräusche von dort. Sieh dich am Strand um. So, da ist sie also drin, die Wasserquelle. Ja. Wir haben jetzt einen niedlichen Springbrunnen. Ja, der ist gut. Und ich würde Kemo gerne mal... Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Verbesserungsrunde genau, so und am Schluss. Dann gucken wir mal unten, was los ist und dann... Genau. Ja. Weil jetzt ein neues Level anfangen los. Weil ist Action genug. Wirklich nicht. Oh ja, ich hoffe, kann ich mir alles leisten. Mal kurz überschlagen hier. Ja, müsste, glaube ich, alles... Also entweder oder. Mehr Schaden oder die Melonis schmeißen. Wir schmeißen ich glaube, du kannst dir sogar beides leisten. Na, ich gucke erst mal. So. Oh, tatsächlich. Kopfrechnen hilft. Genau, oder ich könnte auch die Böllerranken verbessern, aber wir machen erstmal einen Sonnenstoß ein bisschen. Zack. Und jetzt kann ich nämlich das hier. Moment. Oder auch nicht. Nein, du darfst zeigen. Ja. Melonis. Ja, mach mal. Uschi. Uschi, mach mal. 490. Eine Vogelscheuche erscheint. Oder ich bewirke mehr Schaden. Ja, ich warte mal noch. Ich würde lieber gerne mehr Schaden haben, weil Uschi macht mir so ein bisschen weniger Schaden. Als Nahkämpfer ist das ein bisschen blöd, weil Slam Bam von eben, der hat mich fast ein bisschen, ja. Fast ein bisschen, ja. Fast ein bisschen. Tatsächlich. So, Seppi dürfte aber durch den legendären Schatz ein bisschen Knede haben. Ja, 1060. Oh ja, 1060, damit lässt sich doch ein bisschen was anfangen. Meeresschleim bleibt viel länger und Wellenreiter. Das ist cool. Aber ich mach mal den Meeresschleim, denn dann kann ich die Elektroschleimstraße viel länger. Sehr gut. Soll ich auch nochmal gucken oder wollen wir erstmal schauen, was unten am Strand unter dem Tor auf uns wartet? Schauen wir nach. Ich bin so gespannt. Unsere zwei drachenartigen. Und so. Da haben wir einen Flügelsaphir. Das heißt, wir kriegen wieder ein bisschen mehr Rabatt. Genau. Könnte ich jetzt eigentlich vielleicht doch noch mal gucken. Naja, gut. Was ist hier los am Strand? Moment, komm mal zurück. Ich habe noch was, was ich vorher noch machen will. Okay. Und zwar, weil wir gerade den Flügelsaphir gefunden haben, ist mir was eingefallen. Na gut. Wir könnten nämlich auch jetzt einfach mal noch die Flügelsaphire holen, die wir holen können. Das sind jetzt, glaube ich, noch zwei. Ja, stimmt, das kann man tun. Ja, erstmal brauche ich die Ölkanne hierfür. Und dann ölen wir nämlich den Robo hier und dann können wir da rein.
Und auch nicht? So. Jetzt. Und hier ist nämlich auch noch ein Flügelsaphir, dann haben wir schon drei. Genau. Ach, ich weiß noch, welchen du meinst. Ja. Dann habe ich ja nicht labert uns gleich erstmal dieses Viech da an. Nö. Denn das gibt es hier nämlich zu sehen. Genau. Jetzt seht ihr da hinten das Sprungpolster. Ah ja. Du hast jetzt noch keinen Skylander, der fliegen kann, oder? Nee. Warte mal, vielleicht komme ich hoch. Einfach. Und ich komme hinterher? Nein! Na, dann... Ich trinke mich kurz aus. Musste mal ganz kurz. So, okay. Einmal hüpf ziemlich hoch. Einmal hüpf nicht ganz so hoch. Nochmal hüpf nicht ganz so hoch. Und einmal hüpf und... Sehr gut. Und Tag. So, und jetzt... Ciao! Platsch! Und Knick hoch. Ja. Jupsi! Okay, dann klinke ich mich wieder ein. So, guck mal! Kännchen! Ach, der will auch eins. Der will auch ein Ölkännchen, ja. Öle den Roboter! Das klingt so falsch. Finde ich nicht. Naja. Oh, ich habe gerade den kleinen Jungen getroffen. Das ist nicht schlimm, der labert immer Mist. Seht ihr, sich ganz schön flott unterwegs. Ja, mit dem Schleim. Vor allen Dingen kann er den wirklich so nonstop fast schleimen. Ist er recht fix unterwegs. Könnte man denken. Denkt man gar nicht, wenn man ihn so sieht, finde ich. Mhm. Guten Morgen, Skylands! Puh, danke für das Öl. Ich stecke seit Ewigkeiten in dieser Position fest. Keine Ursache. Ah, das fühlt sich gut an. Hey, ich bin dir was schuldig. Ich weiß, ich kann dich reich machen. Ich bin ein Clamjohn 4000. Bring mir einfach ein paar Muscheln und ich presse dir daraus eine dicke Perle. Wie wäre das? Gib uns deine dicke Perle. Willst du mal die einsammeln? Ja. Ah, 5 Stück. Na gut. Gut, dass du so schnell bist. Ja, das geht recht fix jetzt. Zack. Und die letzte war vorne. Da haben wir sie schon. Eine neue glänzende weiße Perle ist schon unterwegs. Ein wenig mehr Druck, ein bisschen Hitze. Jetzt mit ein bisschen Kraft herumdrehen und schwupps. Was? Eine funkelnagelneue schwarze Perle? Oh nein, was ist da passiert? Was hast du mit mir gemacht? Ich habe meine Gabe verloren. Aber schwarze Perlen sind auf dem heutigen Markt viel mehr wert. Lass mich mal sehen. Das ist keine Perle. Ich große Zündschnur macht Wurm. Das verstehe ich nicht. Wovon redest du? Du hast eine Bombe gemacht. Gute Nachrichten. Ich habe noch einen Teil der großen Maschine gefunden. Die Zyklopen haben das Kristallauge geklaut. Macht Sinn. Sie wollten es schon immer besitzen. Sie haben sogar ihre Burg danach benannt. Aber die schlechte Nachricht ist, dass sie den Brückeneingang versiegelt haben, der früher den Tempel mit ihrem Königreich verband. Wir müssen einen anderen... Moment, ist das eine Bombe? Wo in den Skylands hast du eine Bombe her? Ich habe sie selbst gemacht. Wirklich? Das könnte genau das sein, was wir brauchen. Eine Bombe kann vermutlich den Eingang zum Tunnel öffnen. Oder uns alle in die Luft jagen. Aber hoffentlich ersteres. Gut, komm einfach wieder her, wenn du noch eine brauchst. Ich kann diese Dinger scheinbar machen, wann immer ich will. Okay. Ja. So. Bomben also. Bomben also. Ich würde aber sagen, den Eingang sprengen wir dann im nächsten Part auf. Mhm. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder vom Let's Play Together Skylanders Spyro's Adventure. Ja. Und bis dahin, macht's gut.